Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Wir ziehen uns weiter in die JCC 2020 rein. Wir sind beim 16. Gruppe C und wir haben gerade schon Tommy Köln und Romina und jetzt machen wir noch Jasper und Mizep. Wir ziehen uns erst Jasper rein und ja, ich würde mal sagen, ohne viel Gerede, einfach let's go. Jaspers Quali hat bei mir, glaube ich, mit am meisten ab. Punkte bekommen. Ich glaube, ich habe ihm 9 von 10 gegeben. Wo ist Jaspers Sonnenbrille? Warum sieht er völlig normal aus? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Sie dachten, dass ich unbedingt unter den Sackdeckel will. Doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkel-Grillmacher. Boah, was ist das für ein Bass, Alter. Der Beat knallt ja sowas von krass, Alter. Holy shit, was ein Einstieg. Sie dachten, dass ich unbedingt unter den Sackdeckel will. Doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkel-Grillmacher. Dreh durch wie ein Spanferkel-Grill. Ganz nice Line, eigentlich feier ich. Will. Der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt auf Kamakrapillen. Hancock lebt, ich lass keinen Zweifel offen. Benehmen wie Neandertaler, Steinzeit gebrochen. Zu viel Weißwein gesoffen und bei einer Arschbombe in die Badewanne dann das Steißbein gebrochen. Kein Beziehungsmensch, auch mit Frauen, dass sie mir sehen. Ich komm nicht mal mit mir selber klar und bin schizophren. Wie's mir geht, ganz okay, mach mit Porno-Bitches rum. Und deine Freundin frisst, als wär sie vor einer Hinrichtung. Mach den Blunt ab. Deine Freundin frisst, als wär sie vor einer Hinrichtung. Weißer Raucher, Bemus, Papam. Knallmodel, Fotzen, weg in Besen, Kammern. Was heißt Habeus Papam? Jetzt bin ich mal neugierig. Ein Papst büxt aus. Steht für eine Formel. Das ist eine Formel, mit der ein erfolgreicher Papstwahl verkündet wird. Okay. Verstehe ich nicht, aber. Geh, mach mit Porno-Bitches rum. Und deine Freundin frisst, als wär sie vor einer Hinrichtung. Mach den Blunt dann, weißer Raucher, Bemus, Papam. Knallmodel, Fotzen, weg in Besen, Kammern. Craig Flow, bin für Junks ein Seelenverwandter. Und ich schlag dir in die Fresse wie dein Pflegevater. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommt immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crack Flow. Und der Einstieg in die Hook war krass, Alter. Also ohne Scheiß, der Beat hilft ihm gerade richtig viel. Da waren ein paar nice Lines dabei auf jeden Fall. Die Spanferkel-Line war lustig, ne? Da waren ein, zwei gute Reime auch mit dabei mit der Besenkammer. Der Besenkammerreim, den er gerade hatte, aber der Einstieg in die Hook war ja mal Bombe. Und sie kommt immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crack Flow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du wachst nachts auf und hast davon einen Traum. Was weißt du schon von exzessivem Drogenmissbrauch? Und die Wohnung sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wieder sowas von drauf, hol die Schrotflinte raus und dein Kopf landet im Graben. Okay, das war geil. Das war ein cooles Reimschema, was er hier hatte. Er hat erst AAB und dann wieder AAB. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr geil, sehr geil. Du wachst nachts auf und hast davon einen Traum. Was weißt du schon von exzessivem Drogenmissbrauch und die Wohnung sieht aus. Exzessiver Drogenmissbrauch und die Wohnung sieht aus. Als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und dann reimt er wieder zwei aufeinander und dann kommt danach der auf Bombe eingeschlagen, der Reim. Wieder sowas von drauf, hol die Schrotflinte raus und dein Kopf landet im Graben. Ich mach dich damit zur Sehenswürdigkeit, drop ein Part und sie wisst, dass ihr nicht lebenswürdig seid. Ich geh mit der Ficken, hab ein Fetisch für den Scheiß und du Fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein, lass gegen ihren. Okay, also das sind immer wieder, das sind gute Lines, die da zwischendurch sind, ne? Also, gehen nochmal ein bisschen zurück. Dein Kopf landet im Graben. Ich mach dich damit zur Sehenswürdigkeit, drop ein Part und sie wisst, dass ihr nicht lebenswürdig seid. Sehenswürdigkeit auf lebenswürdig seid ist auch ganz nice eigentlich. Ich geh mit der Ficken, hab ein Fetisch für den Scheiß und du Fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Ist das absichtlich? Ich geh Mütter ficken und hab ein Fetisch für den Scheiß. Gibt ja manche Leute, die stehen auf so Scheißfetisch und so ein Zeug, ne?
einige Mütter ficken, hab ein Fetisch für den Scheiß und du fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Du fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz, weil du halt in der... Ich meine, dieses in der Regel ist schon ein überbenutztes Wortspiel auf jeden Fall, aber wie er das verbindet, ist eigentlich ganz nice. Und du fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz, ist ganz lustig eigentlich. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein, Platz gegen ihren Willen. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein. In der Regel Würgereiz. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein, Platz gegen ihren Willen auf ein Schäferstündchen ein. Irgendwann Dschungelcamp, Homie, Regenwürmer rein, dann sind die Pläne aufgegangen, so wie Hefemürbeteig. Du wirst verprügelt wie ein entlaufener Sklave und ich bunker so lang Geld, bis ich ein Haus hinein. Irgendwann Dschungelcamp, Homie, Regenwürmer rein, dann sind die Pläne aufgegangen, so wie Hefemürbeteig. Du wirst verprügelt wie ein entlaufener Sklave und ich bunker so lang Geld, bis ich ein Haus hab mit Garten. Trotzdem Penner Swag, ohne draußen zu schlafen. Geh raus auf die Straße, bis ich aufhör zu atmen. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich... Von der Pre-Hook bin ich tatsächlich nicht so ein Fan mit dieser tiefen Stimme. Bin zeitnah da, der Shit ist fresher als gedacht, da drauf kommt keiner klar. Und sie... Aber dann der Einstieg in die Hook ist so... Baba. Immer wieder, weil sie so begeistert waren, das ist der Crackflow. Den dein Körper nicht abbaut. Boah, der Beat knallt so hart, ne? Das ist auch so ein Beat, da könnte ich mir richtig gut Karate an die drauf vorstellen. Da droppt der bestimmt ein paar richtig asoziale Lines. Digga, ich bin echt so. Du warst nachts auf und hast davon einen Traum. Geiler Beat. Der Beat carried die Hälfte hier, ne? Also. Was stimmt sie nicht? Der sieht aus wie ein Mensch und nicht wie ein drogenabhängiger Penner. Ja, Jasper ohne Sonnenbrille ist echt so ungewohnt. Wenn Jasper gewinnt, kauft er sich nach oben in die Unterschicht. Jasper ist 100%ig in die Wohnung eingebrochen, alles andere kann ich mir nicht erklären. Die 10% für den authentischsten Rapper kriegt er wohl eher nicht. Na, wir schreiben uns jetzt erstmal hier auf, wie viele Punkte der gute Jasper hat. Ich schreibe die nur erstmal bei den Plätzen auf und dann am Ende sortiere ich. Auch wenn Tommy Köln auf dem letzten Platz auf jeden Fall bleibt und Romina 6,5 von 10 hat. Jasper kriegt von mir 8 von 10. Ich fand, das war richtig, da war richtig geil. Ich fand den Einstieg in die Hook richtig geil, auch weil der Beat einfach hart ballert. Dieser Bass, ne? Und dann diese Melodie. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ist, denke ich mal, elektronisch auf jeden Fall. Diese Melodie, die der im Beat drin hat, die ist richtig catchy und dann droppt er auch noch ein paar richtig geile Lines da drauf. Ist auf jeden Fall für mich eine 8 von 10 einfach. So, natürlich, das war jetzt kein außergewöhnliches musikalisches, ne, aber mal gucken. Ich bin gespannt auf Mindset tatsächlich. Ja, hat die beste Bewertung von allen. Mal gucken. Ich hab das Gefühl, der hat immer solche Beats, ne? Das ist immer so ultra episch mit Streichen, hier mit Streichorchester und da kommt der insane Beatdrop und dann knallt er mit seiner Stimme direkt los. Erinnert mich ein bisschen. Okay, na, okay. Nevermind. Aber ist auf jeden Fall. Klingt so dramatisch. Bruder, ich schreib Song für Song in der Nacht. 7 Jahre Rap, über 1000 Tracks. Hype kommt, Hype geht, auch wenn der hier gerade bleibt. Rap ist Leben, fuck, ich sterbe für den Scheiß. Einmal. Jeder Kekko macht auf Keks-Scanner. Du ziehst rein, Silben, ich schreib Bestseller. Bruder, fick auf Klicks, häng im Rap. Es ist sehr schwer zu verstehen, wie da zwischendurch. Rappt der auch mit Bandana, weil da klingt ein bisschen so. Okay, wir spulen jetzt nochmal zurück und jetzt dürfen wir natürlich wieder bei jeder scheiß Zeile stoppen, weil der so schwer zu verstehen ist. Rap ist Leben, fuck, ich sterbe für den Scheiß. Da hat man es noch verstanden und dann fängt er wieder an schnell zu rappen. Jeder Kekko macht auf Keks-Scanner, du zählst Reim, Silben, ich schreib Bestseller, Bruder, fick auf Du zählst Reim, Silben, ich schreib Bestseller. Klicks hängen im Rap-Keller, du mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. Song-Performance ist ein Headbanger, für dich reicht der Abklick-Preis. Jeder Kekko macht auf Keks-Scanner, du zählst Reim, Silben, ich schreib Bestseller, Bruder, fick auf Klicks. Okay, Textkenner auf Bestseller. Klingt ein bisschen gezweckt, ne? Textkenner ist schon ein bisschen gezweckt. Hängen im Rap-Keller, du mit Chips auf der Couch. Rap-Keller ist auch ein bisschen gezweckt. So wie Jack Stella, Song-Performance ist ein Headbanger. Für dich reicht der auf Klicks, hängen im Rap-Keller. Du mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella, Song-Performance. Du
mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. Gibt's dafür Lyrics? Bitte sag mir, es gibt dafür Lyrics, ey. Das ist dann sonst. Krieg ich ja. Wird ja. Oh nein. Oh. Okay. Ja, also wie gesagt, bisher, ich habe auch in der Quali schon den Hype nicht so unbedingt nachvollziehen können, ne? Da ist, der Double Time ist sehr unsauber. Uns ist ein Headbanger, für dich reicht der Achter kein Sechzehner. Guck dich an, du bist ein Crackpanner, lass dein Rifle-Geschoss durch dein Back brettern, du Fotze. Okay, das war aber nice Rhyme-Scheme auf jeden Fall. Für den Scheiß, einmal. Jeder Kekko macht auf Textscanner, du ziehst rein, Silben, ich schreib Bestseller, Bruder. Okay, dann mit Textscanner auf Bestseller. Auf Klicks hängen im Rap-Keller. Rap-Keller und Textscanner sind ein bisschen gezweckt, aber danach wird's geil. Mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. Song-Performance ist ein Headbanger. Für dich reicht der Achter kein 16er. Headbanger, für dich reicht der Achter kein 16er. Guck dich an, du bist ein Crackpanner, lass dein Rifle. Okay, Crackpanner ist auch noch ein bisschen gezweckt. Geschoss durch dein Bettbrettern, du Fotze. Aber das Bettbrettern ist auch nice wegen der Alliteration. Spiel mit meinem Brot und ich zieh mit der Wumme. Hab es versprochen, nein, nie wieder Hunger. All the way up, ich zieh niemand mehr runter. Eine, du liegst, bin wie Khabib. Mit 31 im Kampf und besiegt. Aber mir gefällt die Melodie im Hintergrund, die er da gerade hatte, die da abgespielt wurde. Und ich zieh mit der Wumme, hab es versprochen, nein, nie wieder Hunger. All the way up, ich zieh niemand mehr runter. Eine, du liegst, bin wie Khabib. Mit 31 im Kampf und besiegt. Ich seh nur Kacks, was den Reden auf Beat. Wie er das raus war, das war echt geil. In deinem Rand gab's den 10 Dynamit. Sag einen Satz und der PKW fliegt. Schlopp deine Adresse. Ist auf jeden Fall, wollte ich jetzt nicht verkleinern. Hab ich aus Versehen gemacht. Aber wie gesagt, also ich finde seine melodischen Sachen klingen viel geiler auf jeden Fall. Der Typ kann auf jeden Fall Melodien gut schreiben zwischendurch. Deck vom Granit, ich bin für Plastik repräsentativ. Guck alle gleich, was sie reden von Kavi fliegt. Besieg, ich seh nur Kacks, was den Reden auf Beats. In deinem Rand gab's den 10 Dynamit. Sag einen Satz und der PKW fliegt. Schlopp deine Halsfresse weg vom Granit. Ich bin für Plastik repräsentativ. Guck alle gleich, was sie reden von Weed. Guck alle gleich, was sie reden. Er hat irgendwas mit Plastik und Präservativ gesagt und da, ich hab das Gefühl, da könnte eine geile Line sein, aber er ist so schwer zu verstehen. Was denn Reden auf Beats? In deinem Rand gab's den 10 Dynamit. Sag einen Satz und der PKW fliegt. Schlopp deine Halsfresse weg vom Granit. Ich bin für Plastik und Präservativ. Guck alle gleich, was sie reden von Weed. Guck alle. Ich denk mal, ich weiß, wohin die Line gehen wollte, so Plastik und Präservativ halt, ne, aber es ist so schwer, ihn zwischendurch zu verstehen. Ich wünschte, er würde einfach langsamer rappen und dafür geile Lines droppen. Gleich, was sie reden von Ben, Vader, Vee. Dieses, was er da raushaut, ne? Diese melodischen Sachen sind voll geil. In Battle Rap keine Romance, lass die Jokes, wir sind Digger, nimm doch Material. Ich bring Epic Shit, ihr seid No-Names, auf den Battle Rap keine Romance, lass die Jokes, wir sind keine Homies, kille deine Bros, du wirst so einem Ronin. Da, die melodischen Sachen viel geiler. Das ist voll die geile Hook. Holy, wahrscheinlich die beste Hook diese Woche. Überlegen wir mal, wir hatten Tommy Köln. Jaspers Hook habe ich nicht so gefeiert. Rominas Hook habe ich nicht so gefeiert. Meister hat definitiv die beste Hook diese Woche. Ne? Also wenn er nicht den Punkt für die beste Hook bekommt. Ich feiere seine melodischen Sachen, wenn er so ein bisschen langsamer ist, viel mehr als dieses undeutliche Double-Time-Gebrabbel, was er zwischendurch hat. Es kann ja sein, dass das zwischendurch geile Lines sind, aber der ist so schwer zu verstehen. Eure Mucke ist zum Einschlafen wie Quaaludes? Was sagt er da? Auf Start. Deine Mami bläst am U-Bahnhof. Fick Mythologie. Jeder Nazi ist ein Hurensohn. Hört auf Merkel, haltet Abstand von mir. Keine Bars mehr, bevor ihr den Shutdown kassiert. Suche den Weltmeister, kein Magazin. Dreht dabei nicht von der neuen Jolie. Neue Patronen durch Löcher, dein Jeep. Hab kein Verständnis. Okay, also da war eine nice. Also er sucht den Wendler und irgendwie zieht das Magazin. Was für. Haltet Abstand von mir, keine Bars mehr, bevor ihr den Shutdown kassiert. Suche den Weltmeister, kein Magazin. Dreht dabei.
Suche den Wendler, schenk ein Magazin. Nicht von der neuen Jolie. Red aber nicht von der neuen Jolie. Ist das ein. Ist das ein Magazin? Probably. Wenn dann ist die Line nicht schlecht. Wenn der Patronen durch Löcher dein Cheat, hab kein Verständnis für Pädophilie. Alles gefängt, links für Promo und Show. Erwachsen die Bitch, wird auf Fotos so hoch. Gemeinde auf Beats geht wie Todespatron. Ballers Rot Munition, egal wo du Bitch wohnst. Und sie denkt in die Scheine an den Okasino. Mit den billigen Singles dein Vorstand geholt. Ficke dein Image und hol dich vom Thron. Und zurück Richtung Grund wie der rote Baron. Yeah, Rap Skill ist 100%. Nur Konkurrenz fickt die Untergrundgangs. Ich glaube, das Problem ist auch, dass mit dem ganzen Double-Time-Gelaber, was er da hat, ne? Ganze Hintergrundscheiße, die ist, macht das noch schwieriger, das zu verstehen. So, er rappt eh schon nicht so deutlich, ne? Und dann kommt auch noch diese Hintergrund, diese melodischen Sachen oder die Stimmdopplung und sowas, das zwischendurch ist das ganz nice, ne? Aber wenn das die ganze Zeit noch, dann versteht man nichts vom Double Time. Was unterscheidet dich von den anderen der Mannschaft? Eure Mucke ist zu mein Schlafen wie Quaalude. Ich mach Mucke, bis ich sterbe, Bruder. Stay tuned! Kill es nicht mit der Mucke! Der Einstieg in die Hooker war aber wieder Baba. Also die Pre-Hook gefällt mir und dann die Hook knallt auch richtig. Ja, also wie gesagt, line-technisch fand ich da, war da nicht so viel zu holen. Verdienter überhalb, ich weiß es nicht. Ja, also die Epicness war auf jeden Fall da, ne? Das Feeling war da, die Aggressivität war da, der Stimmeinsatz ist da. Aber was mich stört, ist, dass seine Stimme so undeutlich ist. Die Hook ist echt krass, also. Ich finde auch tatsächlich, dass seine Hooks richtig geil sind. Perverse Lyrics, ich hätte die Lyrics ja. Siehst du? So eine Line zum Beispiel, ich bin wie Khabib mit 31 im Kampf unbesiegt, das ist eine geile Line, aber die versteht man einfach nicht. Okay, das versteht man tatsächlich, die habe ich einfach gemisst, my bad. Ah, oh, wie Jax Teller. Das ist echt, siehst du, das sind so Sachen, wenn man die versteht, ist das echt nice. Damit ich mein volljährig ist. Ich. Ja, also die Khabib-Line ist echt krass, ne? Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich finde die Hook geil, aber ich glaube, ich würde tatsächlich Jasper vor Meizer packen. Meizer, wie wird er geschrieben? Okay, einfach All Caps. So, Meizer kriegt von mir nämlich 7,5 von 10 Punkten. Wegen Verständigungsproblemen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich verstehe ja die anderen Teilnehmer meiste Zeit, ne? So, Jasper habe ich ohne Probleme verstanden, Gabe Hatters versteht man ohne Probleme, Anti versteht man ohne Probleme, Scheiße, selbst Donny42 versteht man ohne Probleme, Sensory versteht man ohne Probleme, Bunny, Prophet Andy und Prophet Andy hat so laut, ne? So, das, ich verstehe nicht, was mit Mike selbst, ich weiß nicht, ob der Scheiße aufnimmt oder so, aber warum versteht man das nicht?
Ja, für mich hat Jasper diese Woche gewonnen. Ich fand Jasper am geilsten, auch wenn ich das tatsächlich noch schwächer als seine Quali fand. Der Beat hat ultra geknallt, ne? Der Einstieg in die Hook war so krass und Jasper hatte ein paar richtig geile Lines mit dabei. Romina war auch cool, ne? Also ich glaube, in einer anderen Woche wäre die auch durchaus weitergekommen. Und Mizep finde ich komplett überhyped, um ehrlich zu sein. So, der Typ ist gut, ne? Der Typ, okay, also wir listen jetzt mal auf, was mir ihm gefällt. Der Stimmeinsatz ist krass, ne? Der hat eine Baba-Stimme, die Epicness rüberbringen kann. Der hat natürlich einen richtig guten Flow. Anscheinend auch gute Lines, aber die mal versteht man halt die Hälfte der Zeit nicht. Und der Typ ist unglaublich musikalisch, ne? Die Hook ist wieder richtiger Ohrwurm auf jeden Fall. Du hast halt in der Quali, hier in dieser Pre-Hook, diese könnt ihr Pisser nicht atmen oder irgendwie sowas, wie hat er das nochmal gesagt? Ist schwierig auf jeden Fall, ist schwierig. Mizep. Wo ist er denn, der Gute? Da ist er. Ja, das war zum Beispiel auch. Also der Typ hat lyrisch was drauf, ne? Aber man versteht es die Hälfte der Zeit nicht. Was das für eine Hook, Alter. Der Junge kann einfach Hooks. Und ich fand, wie gesagt, die aus der Quali fand ich tatsächlich noch ein bisschen geiler. Aber ja, das ist mein Rating für diese Woche, sage ich mal. Für das 16. Gruppe C. Ja, und ich bin gespannt eigentlich auf die nächste Woche. Ich weiß nicht, wer dran ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, mal gucken, würde ich sagen, ne? Von da aus bis zum nächsten Video.